Herzlich willkommen zur 94. Folge Pyanodon mit dem Felix. Guten Tag. Guten Tag. Wow. Was fehlt denn da? Ach, diese. Ach, dann holen wir doch mal hier ein paar bestreute Erzförderer raus. Davon haben wir noch mehr als genug. Jetzt genug. Warte mal. Alle diese ganzen überschüssigen Erzfelder kommen jetzt da rein. Langer Greifarm, schnelle Greifarm hat. Doch, schnelle Greifarm hat man auch. Oh, ich hätte nur einen. Ja, machen wir ein bisschen schneller. Kannst du das machen? Ach, stimmt ja, wir hatten ja das auch noch geplant. Was hat man geplant? Wir gucken einfach in die Forschungsschlange rein. Ah, ja. Ja gut, ich denke mal, das können wir fast verwerten. Erstmal. Weil ich glaube, so schnell kommt man nicht, so schnell wäre man nicht fertig mit dem, was wir noch alles machen müssen hier. Ach so, Borax, Kristalle. Dafür brauche ich ja die Kristallmine noch. Kristallmine, die da. Ach, die braucht das Da auch alles. liegen aber noch ein oder zwei auf dem einen Ding Feld rum in der Basis. Bei Quarzi sind leer gelaufen. Ja gut, aber die brauchen wir ja eh. Ich glaube auch nicht, warum sie es nicht brauchen. Ein Stopp. Ich brauche davon jetzt auch noch ein paar. Das Problem an der ganzen Geschichte ist halt nur, die brauchen halt auch Sedimentextraktoren. Fließbänder. Das ist beides das, was wir gerade absolut nicht so wirklich haben. Wo ist das denn da? Ja, das liegt halt alles am Eisen. Gut, kriegen wir schon hin. Irgendwie. Die Teile brauchen wir nochmal. Ah, falsche Kiste. Nee. Hier. So, haben wir das. Kannst du mir mal ein paar Fließbänder geben? Es wird nicht hundertprozentig reichen mit der Fließbandgeschwindigkeit, aber fast alle werden hier versorgt werden. Ja, Glaube besser als ich. nichts. So, woran scheitert jetzt, dass es losgehen kann? Borax und da muss ich Eisenerz halt vorne anschließen und noch Stein verarbeiten. Aber dann ist es auch alles erst flüssig, das heißt, dann darf ich auch noch Ja, dann schließ. Ja, warte mal. Es macht ja noch keinen Sinn, Erz anzuschließen, wenn ich nicht mal das flüssige Eisen verarbeiten kann, weil noch die ganzen tausend anderen Samen fehlen, so ungefähr. Ich darf ja auch noch diese Kissen, die ich hinten bei Aluminium habe, bauen. Dann darf ich ja Wie, was darfst du bauen? diese Nester, diese Gussform da. Casting Unit. Ne, die Gussform aus Sand. In der Ach so. Teerverarbeitungseinheit. Okay. Waren das 15 Gegenstände insgesamt oder waren das die immer pro einer Seite? 15 Gegenstände auf beiden Seiten, also 7,5 pro Seite. Baue ich das Ganze jetzt nochmal um oder nicht? Warum? Naja, weil das dann doch ein bisschen wenig sein könnte, oder?
steht halt die alte Anlage aktuell dann. Ja gut, dann steht es halt so. Dann müssen wir die ersten roten Fließbänder halt da unten reinsetzen. Na, aber nicht mehr die roten reichen, das ist das Problem. Ja gut, dann ist es halt so. Aber es wird auf jeden Fall trotzdem deutlich mehr sein, oder nicht? Ja, zumindest verarbeiten wird effizienter halt. Ja, also. Ich sage mal, wenn da unten aus deiner Anlage dann deutlich mehr als, wenn da deutlich mehr als 600 rauskommen pro Minute, dann sieht das ja schon ganz gut aus. Hundert wäre schon echt nicht schlecht. Vier, fünf, sechs, sieben. Was habe ich gesagt? 600 pro Minute, ne? Auf dem gelben Fließband kriegst du 900 drauf. Dann hätten wir auf jeden Fall schon mal knapp 40% mehr als jetzt. Ne, gar nicht. 60% mehr als jetzt. Also zwei Drittel mehr als jetzt. Und jetzt machen wir 400. Das wäre halt schon echt nicht schlecht. Was willst du denn mit den Steinen machen? Kannst du entweder in irgendeine Anlage von dir reinfahren oder mit dem einen Rezept dazu, was weiß ich, Zeug machen und dann voiden oder sowas. Da, wo ich es gerade gepinkt habe, da könnten wir es theoretisch mit anschließen. Weil da oben ist noch ein bisschen Stein zu wenig. Wie gesagt, ich habe noch keinen direkten Nutzen dafür. Die einzige Idee halt wäre sonst, es zu designen, Flüssigkeit zu verarbeiten mit Wasser zusammen und dann zu wollen. Ja gut, dann machen wir lieber das Zeug nach oben hin, machen daraus Kies, daraus dann halt den reichen Sand, daraus dann halt an den Sand, daraus den reichen Sand und aus dem reichen Sand dann lieber Glas. Dann packt was lieber oben in die Kiste rein, weil wenn ich mir so angucke, wie schnell die Steinfelder oben leer sind. Da haben wir jetzt schon 2 Millionen Steine verbraten. Dann wäre es wahrscheinlich da oben sinnvoller, dass wir da eventuell... Was ist denn hier los? Warum kommt denn jetzt hier nur noch so wenig an? Das ist gar nicht so wenig, das sieht nur so aus, ne?
kriege, weiß ich nicht. Ja, das sieht nur so aus. Wir haben da oben jetzt einfach mal so nebenbei 6.500 rote Flaschen liegen jetzt, ne? Nett. Ja, das ist auf jeden Fall schon mal ein guter Grundansatz. Auf alle Fälle. Achso, ich habe hier noch so einen 100 KRP-Tank, da könntest du dann Dings zwischenspeichern. Dann das flüssige Eisen erstmal. Dass wir da schon mal anfangen, was voll zu machen. Würde ich sagen, dass wir dann vielleicht schon mal ein Band. Ein Band Eisenerz abschnabulieren. Kannst du aus dem flüssigen Eisen irgendwie mit einer anderen Möglichkeit Stahl machen? Warte mal, was war das drin? Wissenschaftspakete für Militär? Was war das andere? Weiß ich gar nicht, ich guck grad was. Lasertürme. Indirekt ja. Du kannst, indem du Koks Oxygen zu 50 Molten Iron hinzugibst, 50 Molten Steel machen und 500 Kamingas. Und das Molten Steel kannst du dann wie alles 100 Molten Steel mit heißer Luft, zwei Gussformen zu 32 Stahl machen. Gut, dann sollten wir das dann da unten zumindest ein bisschen mit integrieren, dass wir dann die Stahlschmelze unten auch wegkriegen. Du kannst auch so dann später Stainless Steel und was weiß ich machen. Und du kannst halt auch die ganzen Produkte erstellen. Also Zahnräder und so weiter und so fort. Methan? Was damit? Ne, ist in Ordnung. Ja, musst du gerade mal gucken, wie es Methan aussieht. Sollte eigentlich alles in Ordnung sein, weil ich eine zweite Void-Anlage da hinten hingesetzt habe. Unten links, ne? Ja, also weiter links als zumindest die vorher war. Ja, dann gucken wir jetzt mal an, wie sich das entwickelt. So, wie weit bist du da unten? Achso, du reißt doch nochmal ab. Ja, ich baue es anders auf, das macht keinen Sinn. Wir bekommen die roten Fließbänder viel zu spät und selbst dann passt es ja nicht hundertprozentig. Es könnte, böse Zungen würden eventuell behaupten, dass manche Leute vergessen haben, dass es ja doch Borax mit rein muss und eventuell das dann irgendwie bei der Rechnung irgendwo unterschlagen haben, aber keine Ahnung wie. Ja, meine Güte, passiert. Ist halt so. Eventuell habe ich auch einfach vergessen, das Fließband irgendwo mit einzuplanen, das ist vielleicht auch möglich. Ja, dann ist es halt so. Es ist aber kacke, ich muss die ganze Anlage wieder abreißen ungefähr. Ach, verdammt, und eventuell sollen andere böse Zungen behaupten, unter Umständen, dass Borax ja Synthesegas braucht. Ich laufe nochmal runter. Wo haben wir denn Synthesegas hier? Gefühlt in einer halben Basis läuft ein Rohr durch, so ungefähr. Ja, nur wenn man es sucht, findet man es nicht. Das ist richtig so. Das hier ist Synthesegas. Also liegt nur direkt neben dem Fließband. Alles da. Und jetzt hat er bestimmt keine Rohre mehr. 77 Rohre. Das wird wohl nicht reichen. Gehe ich jetzt mal ganz stark davon aus. Das ist, ich habe noch gar nicht den Chat wieder aufgemacht. Fällt mir dazu ein. Wo bist du aber noch nichts geschrieben?
zumindest nichts, was mir angezeigt wurde. Ja, passt. Synthesegas, das ist doch das Synthesegas. Jetzt nur aufpassen, dass ich jetzt kein Rohr hier zufällig damit verbinde. Echt so klar. Zum Glück habe ich noch meinen Taschenofen hier. Ach nee, Quatsch, nicht Taschenofen. Ofentasche? Was? Mein Taschengerät hier. Oh, ich brauche noch zwei Untergrundrohre. So, und jetzt. Ach, hier sind mehr da. Wie viel brauchst du? 10 Rohre. Ah, danke. Okay. Dann würde Dings jetzt kommen. Wie heißt das Zeug? Immer Borax, genau. Also Borax ist unterwegs. Dauert so eine halbe Stunde, bis es da ist. Na dann. Echt jetzt? Untergrundband unterm Baum ist. Ja, guck mal, Strommast könnte ich noch verstehen, aber will ich auch jetzt den Zeitpunkt nicht. Ach, du ahnst es nicht. Was denn? Was ist das hier für Band, wo du neben stehst? Stein. Dies. Das Stein? Okay.
Gut, Stein hat angeschlossen. Wo muss Borax ran? Noch nicht existent, das Band. Okay. Gut, was brauchst du jetzt hier noch? Wo kann ich dir helfen? Du kannst gucken, was für Maschinen wir brauchen für die gleiche Verarbeitung von dem Flüssigzeug eigentlich. Flüssiges Eisen meinst du jetzt? Ja. Welches Eisen ist das? Molten Iron. Dann ist das das Molten Iron. So, Molten Iron mit Gussform aus Sand und 3 Borax. Was ist der Borax? Müssen wir auch noch verarbeiten. Mhm. Dann brauchen wir die Casting Unit MK1, 2, 3 oder 4. Oder die Casting Unit oder die. Und jetzt nur in Fässer verpacken. Oder mit Chromium in einem Smelter. Aber das haben wir ja alles noch nicht. Das ist ja alles das andere. Ja, also, was hatte ich jetzt gesagt? Casting. Casting Unit. Muss das Zeug dann hier schon rein? Ja. In was für eine Anlage muss das rein? Das Borax? In eine Wascheinrichtung. Okay, ich besorge schon mal Wascheinrichtungen. Wie viel Borax brauchst du denn? Ein paar. Also ich hätte jetzt, mein Spruch jetzt wäre nicht gewesen Doppelpull, sondern ausreichend. Dann. So, Wascheinrichtung. Was brauche ich denn für eine Wascheinrichtung? Nicht, dass ich jetzt hier loslaufe. Kleine Teile, Ziegelsteine. Was sollte alles da sein? Richtung. Achso, mein ganzes Eisen habe ich ja jetzt im Rohr gemacht. Ach Mensch, wie ist das passend? Und die Rohre habe ich natürlich in Dings gemacht, in Untergrundrohre. Jetzt brauche ich aber Rohre. Das da, das da und das da. Ja, ist die Frage jetzt natürlich, wie viele Wascheinrichtungen brauchen wir? Ich brauche jetzt ein paar. Vermutlich so 15 oder sowas. Nee, 15 brauchen wir nicht. Warum? Weil ich nur 11 bauen kann, also brauchen wir 11. Also 14 brauchen wir schon mal mindestens. Dass mein Internet wieder Bock hatte. 14 brauchen wir schon mal mindestens, wenn nicht sogar noch einem halt mehr. Weil wir 21 Borax die Sekunde brauchen. Insgesamt. Ach, dann reicht es ja auch mit dem Band nicht. Also haben wir 15 Borax pro Sekunde. Mhm. Obwohl, nee, warte mal. Wir bräuchten vermutlich noch ein halbes, zweites Band um und bei. Gut, wäre kein Problem, muss ich halt nur oben irgendwie dann noch mit unterbringen. Mhm. So.
Ist das denn die Labor-Equipment? Das kann sauber sein. Sollte theoretisch eigentlich möglich sein. Warte mal, laufen die ja Forschungs-. Wo sind die? Da sind die Forschungslabor. Ja, die laufen alle. Sieht gut aus. Oh, wir haben jetzt nicht mehr für Forschungsforschung haben wir nicht mehr genug Glas. Woran scheiterst du? Einfach nur ein Herstelltempo. Oder ist hier oben leer? Nö, da oben ist voll. Wir entscheiden einfach nur im Herstelltempo. Slalom laufen hier um die ganzen Maschinen und Geräte und sowas. Mhm. Die Frage ist, wo willst du dann das Borax waschen? Hier. Du willst mir sagen, dass das da reinpasst? Das ist genau ausgerechnet. Na dann. Ja. Wie auch immer du dann das zweite Band Erz durchkriegen willst, aber das ist dann ja nicht mein Problem, ne? Das kommt ja von der anderen Seite. Ach, wenn das so ist, dann. 5. Ach, echt jetzt. So. Du willst jetzt hier Borax, Kristalle zu Borax. Ach, da kommt ja dann wieder Erzstrecke raus. Ja, die kannst du aber voiden, theoretisch gesehen. Praktisch auch. Ja, außer man will sie halt unbedingt weiterverarbeiten, dann halt nicht praktisch, aber. Muss Borax dann ran? Auf das Band, was da ganz links hingelaufen ist, das. Okay, ich drehe das Band mal um. Wie viel kommt denn hinten noch dran? Weißt du das? An deinen Oxygen-Funatzen. Das sollte Fallen. Nach links hin eigentlich das letzte sein. Außer ich setze. Eventuell kann ich noch theoretisch gesehen einen mehr ransetzen, aber. Ist es halt so ein. Dann verbrauche ich mehr, aber halt wirklich auch alles. Na gut, aber da wird dann wahrscheinlich. Problem Fließband sein, ne? Nö, aber dann. Wäre halt eine Maschine theoretisch gesehen zu viel, aber mal gucken, ob ich noch setze. Das Zeug. Was brauchen wir Molybdenerz, wo wir jetzt hier drauf umbasteln? Aktuell noch gar nicht. Aber bis du bist brauchen, habe ich die Anlage sowieso wieder verschoben. Okay. Es fehlt mir an Treibstoff. Ja, die Kohle, die halt da gleich noch kommt. Ach so. Ja, ich muss ja mal gucken hier, was das alles ist. Ist ja dann doch ein bisschen. Formaldehyd kannst du draus machen, rohe Kermits und das Pulver. Ja, ich möchte Kermit machen. Das kannst du zu Staub machen und das kannst du später zu Brei machen. Und den Brei kannst du dann ins Fass packen, zum Molybdenkonzentrat machen und das Konzentrat kannst du dann zum einem anderen Molybdenbrei machen.
Alles klar. Und aus dem kannst du dann irgend so ein MOS-2-Zeug machen, was auch immer das darstellen soll. Und daraus kannst du dann Kondokern bauen und noch ein anderes Zeug und ach was weiß ich. Das will ich. Irgendwas in 375 Jahren oder so ähnlich, was wir Ja, da mal bräuchten. das will ich auf alle Fälle. Na dann. Oh nein, warte, Ausgang, nein, rechts. Jedoch sind wir leider am Ende der Folge angekommen. Haut rein, bis zum nächsten Mal und tschüss. Tschüss.